hier ist Sonja und heute bauen wir etwas zum kreativen Thema Banane. Was Leckeres. Heute bauen wir was Leckeres. Ich liebe Bananen. Ohne Mist, Bananen sind mit mein Lieblingsobst, so was Praktikabilität angeht. Bananen gibt es das ganze Jahr und lang. Äpfel. Ja, aber Bananen mag ich lieber. Weil das Bananen kann man besseres... Ich habe gerade Banane eingegeben, richtig brain off. Ich wollte eigentlich Gelb eingeben. Okay, hier ist aber schon deine Wolle. Was ich sagen wollte ist, guck mal, du kannst das ganze Jahr lang Smoothies machen aus Bananen. Mein und die Milch sind richtig cremig und lecker. AFK. Warum kriege ich Milch, die AFK sind? Hey, warum nicht? Doch geil. Ich glaube, du hast irgendwas getan in deinem vorherigen Leben, wofür du jetzt bestraft wirst. Oder so, dass ich das irgendwie verdiene. Das sieht irgendwie nicht aus wie... Stell mal vor, warte, lass es einfach so, Flo, wir gewinnen. Das ist einfach so. Lass eine Banane mit Gesicht machen, so eine lustige. So eine Lachgummibanane. Pina Colada. Dann machen wir aber hier drin ein bisschen dicker, oder? Ja. Ein bisschen dicker. Ein bisschen dicker. Oder, warte. Ja, sieht schon gut aus. Warte, hier vielleicht noch so? Warte, okay. Ja, ich glaube, es ist halt wichtig, dass die Banane hier noch ein bisschen was hat. Sonst sieht die komisch aus. Mein Mate steht einfach AFK hier hin und da heißt einfach Kebab! Vielleicht denkt er noch an Abtopf. Ja, vielleicht denkt er erstmal. Guck mal. Vielleicht. Ja, das hier backt meine Kamera schon wieder rum. Was ist denn das? Warte kurz. Ja, Ronja, gib immer der Kamera die Schuld. Such niemals die Schuld bei dir selber, weißt du? Es liegt an der Kamera. Wenn die weiter backt, dann tut's mir leid. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist das Aufnahmeprogramm. Ja, Ronja, immer der Banane okay, die Schuld geben. Also. Ich zeig das Aufnahmeprogramm an. Ich zeig das Aufnahmeprogramm an. Ich meine, es war zwar kostenlos, aber ich zeig das an. Ja, und? Das hat so okay, funktioniert. Ich sag, wir gewinnen. Ja. Wollen wir noch so einen Affen dazu bauen? Oh, das ist gut. Gute Idee. Das ist doch keine Hand nicht. Okay. Hast du eine Idee, wie wir die bauen können? Nö. Aber so nicht. Vielleicht so mit den Fingern. Fairs Voten bringt mehr Spaß für alle. Echt? Ja, ich vote eigentlich auch fair. Also, wenn das halt schlecht ist, dann voten wir halt. So, ich baue hier einen Verlängerungsarm. Verlängerungskabel. Okay, warte, dann würde ich sagen, wenn das der Arm ist, machen wir hier. Sieht so blöd aus. Vor allem, was ist denn das für ein Arm? Wenn die Banane so groß ist, müssten wir theoretisch einen monströsen Affen bauen. Überleg mal, allein vom Verhältnis her. Der hat halt eine große gefunden, der freut sich vielleicht. Eine große gefunden. Wo hat er denn die große gefunden? So eine Mutantenbanane oder was? Da würde ich mich auch nicht mehr freuen. Naja. Eine kleine Banane will ich auch nicht unbedingt bauen. Ja, aber dann brauchen wir halt einen größeren Affen. Der hat ja so hellere Haut im Gesicht, oder? Aber nur an einigen Stellen. Nur an der Schnauze. Nur an der Schnauze. So, die Schnauze ist heller. Was ist denn mit meiner Kamera jetzt los? Das macht mich ja wütend. Yeah! Okay, irgendwie sieht das mit den Augen nicht gut aus. Sie sah besser aus, als er noch keine Augen hatte. Ich habe die mal wieder abgebaut. Also, liebe Leute... Ja, jetzt ist mein Mate auf einmal wieder da. Okay. Es tut mir leid. So? Ja, ich wollte auch gerade vorschlagen, so. Genau. Oh, das ist voll cute! Guck mal, jetzt kriegt ihr noch hier so ein kleines Irgendwie ist dir mal aufgefallen, dass du deinen Tieren nie Ohren baust. Mach dir mal ein Ohr. Ich mach dem jetzt hier Ohren, das sieht komisch aus. Mach so eingerolltes Schwänzchen oben. Warte, die Affen haben doch so... Der hat doch keine Fuchsohren, oder? Ja, mach ich auch, oder? Was? Ja, aber der hat halt Ohren, was soll ich machen? Der hat halt Ohren. Sonst sieht's noch schlimmer aus und nicht wie ein Affe. Ja, doch, oh, das ist süß. Ach, guck mal, der ist voll niedlich. Mein Teammate ist auch ein Affe. Der ist da, guckt sich an, was ich gemacht habe und geht wieder. Ist er wieder AFK? Ja, macht er gut, ne? Ja, sieht nicht schlecht aus. Kann ich dann gut abstauben, weißt du? Kann ich gut abstauben. Wollen wir die Dings mal ändern, Ronja? Das haben wir noch nie gemacht, da ich was? War da. Den Boden? Ich sag dir gleich. Nur die Wände. Die Wände? Oh, ja, lass die Wände ändern. Ich hab keine Wände. Du musst dir, glaube ich, Wände kaufen, damit du die einfügen kannst. Okay, da rate mal, warum wir die nie geändert haben. Wollen wir so ein Dschungelbiom machen und so ein bisschen Zoo machen, als ob der in so einem Affengehege ist? So, ich glaube, das ist Gras. Zu wenig. Aber ich würde erstmal Gras auf dem Boden machen. Wir haben Dschungel schon, gell? Kopf ist nicht, warte mal, ich hab eine Idee. Was machst du denn jetzt? Ich hoffe, ich krieg das ordentlich hin. Hallo? Nein, das sah voll besser aus. Hör auf! Nein, das sah voll besser aus. Mach's zurück. Das war genau so vorhin. Ich baue das jetzt wieder ab. So war das. Mach's wieder zurück, es war nicht schön. Ach, das meinst du? Das hast du gerade zugebaut. Lass es. Das sieht mistblöd aus. Hast du die, was wir noch machen können? Du machst alles kaputt. Ja. Genau, Ronja. Hier, Ronja macht alles kaputt. Flo macht alles kaputt. Wir können die Banane... Die
Sieht aber gut aus. Machen wir doch vielleicht ein bisschen Gras mit ein bisschen Bone-Meal, einfach damit es mehr Landschaft ist. Ich habe das Gefühl, es kommt gut. Mein Team hat jetzt geleftet oder ist er jetzt noch da oder was? Haben wir ein bisschen Farbe. Nein, einfach nur, der macht einfach gar nichts. Das ist aber nicht schön, wenn der nichts macht. Guck, der ist nämlich froh, wenn wir noch so ein bisschen Wasser machen vielleicht irgendwo. So einen kleinen Teil. Junge, was macht der denn? Oh, guck, jetzt hat die Banane ein Gesicht. Oh. Junge, der guckt einfach nur zu, wie ich baue. Das ist so eine richtig idyllische Gegend, die wir hier geschaffen haben. Ja, gell? Ja, guck mal. Soll ich durch die Augen lassen bei der Banane? Ja, lass die Augen bei der Banane. Oh, er guckt dann, als ob sie irgendwie peinlich ist, die Banane. Oh, nicht geschehen. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, und das sieht richtig gut. Das ich gebe dem episch sogar. Ja. Das ist Pikachu. Der Hölle. Okay, das ist Pixelart auch. Das eine. Ja. Dann wissen wir ja, was wir machen müssen. Das soll die Schale sein, ne? So eine Bananenschale? Ja, so, jemand ausrutscht. Ich gebe ich finde es schwer zu erkennen. Oh, das heißt, ja, aber dann hätte man die Palme dazu noch bauen. Das sind einfach viele Bananen. Die haben auch Augen. Ben Anna, aber unsere haben bessere Augen. Ben Anna. Okay. Wer ist Anna? Warum sollte die gebannt werden? Guck, der sieht aus, als ob der die so stranguliert. Yeah. Der Affe. Boah, ist sicher Gewalt. Als ob der die so nimmt. Wow, ich glaube, die Augen waren keine gute Idee. Aber wie jetzt mit dem Affen? Okay, das ist... Okay. Das sieht aus wie ein Maiskolben. Das sieht aus wie Eis. Guck mal, hier schreibt einer cool, aber bei unserem schreibt keiner cool. Was ist das? Das war wahrscheinlich der Typ, der das gebaut hat. Das sieht aus wie ein Maiskolben. Sieht wirklich aus wie ein Maiskolben. Der Maiskolben hat zwei Bananen in den Händen. Ist ein bisschen braun schon. Baum und eine Banane. Warum der Baum? Oh Leute, das ist ein Affe auf dem Baum. Das ist ein Epic. Ja, das sieht ganz nice das aus. Das ist wirklich gut gemacht. Der hat geschrieben... Banana. Banana. Aber es ist dunkel. Es ist dunkel. Ich gehe mal okay. Ja, same. Oh, guck, der weint. Hat auch... warum weint der? Nee, der sabbert. Der hat nicht aufgeregt, oder? Ach, der sabbert. Ja, ist okay. Vielleicht hat er einfach keine Arme mehr. Der weint, wenn er die Bananen nicht aufkriegt. Was ist denn das? Oder mit Gas gearbeitet? Ja. Sorry, das ist super poop. Hä? Das ist nicht so schlecht. It's nothing. Gut, ich geb dir einen Good Tops. Ja, die Banane und Dings. Wir haben gewonnen! Unser würgender Affe hat gewonnen! Unsere Banane, die wirkt. Neunter Platz, aber mein Platz ist viel besser als die ganzen anderen Sachen. Okay, nice! Nein! Ich bin alles klar! Nein, ich bin nicht nochmal! Wirklich, wenn jemand da ist, dann in der Pause war Tops schon so. Ja, da läuft er! Das ist okay, so ein ekelhafter Mensch! So ein Kinositz, wo ein Typ drin sitzt und gerade. Der dann so gerade so. Ja. Ja, die Tüte kann ich gut bauen. Oder? Machen wir das so? Ist es nicht unser Ding, dass wir das eins so hinterbauen, damit es nicht erst die Pixel hat? Ja. Oh, nice, okay, ja. Pixelart ist verboten. Wenn ihr Pixelart macht, dann muss ich euch anspucken. Keine Sorge, Tops, hatten wir nicht vor. Sicher? Ich will nicht angespuckt werden. Das ist ein bisschen eklig. Sicher? Okay, ich mach hier so. Dass hier wenigstens ein paar Sitze sind, damit man erkennt, dass es ein Kino aber ist. Aber soll ich hier so tun, als wäre das Polsterung? Sag, weißt du, was? Sieht man nicht. Meine ich ja. Es soll auch so eine Polsterung eigentlich sein. Oh, gut, so ein 3D-Aspekt. Nee, ich wollte, dass das so gebauscht ist, aber das hat nicht geklappt, leider. Schade. Okay, ich würde noch einen hier dran bauen, dann haben wir genug Sitze. Hier ist nicht 3D. Also hier ist nicht symmetrisch, meine ich. Okay, warte, wollen wir noch eine obere Grenze? Oder, nee, so ist eigentlich fein. Warum hast du... Wir müssen jetzt noch runterbauen, oder wie? Nee, hier sitzt der. Aber, achso, ich dachte vom Stuhl her einfach. Weil das ist sonst nicht symmetrisch. Welche Farbe hat dem so ein Shirt? Ich sag mal grün. Alles klar, mach grün. Findest du grün ist eine schöne Farbe für ein Shirt? Weißt du, grün ist allgemein eine schöne Farbe im Leben. Ja, wenn man kotzen muss. Ja, danke, Tom. Danke. Wenn einem übel ist. Oder wenn was anfängt zu schimmeln. Wenn was anfängt zu schimmeln, genau. Guck mal, der sieht richtig dick aus, weil er so seinen Bauch so hat. Oh, ich würde sagen, wir machen... schon mal Augen. Durch hier. Was? Ja, so oh, ja, sehr gut. Und jetzt würde ich dann noch machen... Und dann hat er hier Augen und guckt auf sein Popcorn rüber. Oh nein, ja, die Blöcke hinten musst du wegmachen. Hab ich gesehen. Wollen wir dem diesen Essenmund machen? Diesen, natürlich hat er das wieder abgebaut. Nein, den wollen wir, der ist nicht schön. Den findet niemand schön. Okay.
Doch, ich finde den eigentlich schon schön. Nee, ich finde den furchtbar hässlich. Ja, aber es ist ja. Ja, nein. Mein Mate macht alles kaputt, was ich mache jetzt immer Mate, weißt du was? Kann man das nehmen? Das gelbe Popcorn? Ich würde vielleicht die Augen eins höher machen. Warum macht der Mate... Warum? Nein, warum machst du das? Nein, du? Mach nicht die Augen eins höher. Mein Mate ist useless. Mach ja, aber da hat er so eine riesen Stirn, oder? Ja, aber es ist halt der Mann der großen Stirn. Er sieht halt so aus. Du kannst nicht die Leute immer diskriminieren. Das ist halt der Mann der großen Stirn. Ist halt, er hat halt eine Stirn. Ja, wir machen die Leinwand. Kein Ding. Soll ich die aus Quarz bauen? Nö, ich weiß nicht. Ich würde auch mal grau machen mit grau füllen und dann machen wir so einen Film noch ran. Kann man Quarz überhaupt benutzen? Ja. Nö. Doch. Weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde den Boden gerne aus Quarz machen. Mach du den Boden? Genau, ich den Boden kannst du ändern. Ja. Mach ich ja. Aber ist er im Kino wirklich Quarzboden? Das ist ein edles Kino. Nee, eigentlich ist er so dunkler Teppich, so schwarzer. Okay. Rückblickend machen wir schwarzen Teppich. Okay, warte. Weil da soll man ja auch immer so den Dreck sehen vom Popcorn, was so runterkleckert. Stimmt. Mein Mate ist immer noch. Also, du weißt schon, dass Leinwände im Normalfall weiß sind. Ja, aber er spielt gerade einen Film. Das ist der Hintergrund. Aber das ist grau. Ja, hey, ich bin noch nicht fertig, okay? Aber das ist grau. Bin noch nicht fertig. Das ist grau. Das hat nicht mal Vorhänge. Was ist das denn? Voll blöd ist das. Ich baue jetzt hier so wenigstens ansatzweise Vorhänge noch dran, okay? Aber mein Kino doch keine Vorhänge. Du hast doch kein Kino. Dein Kino kann sich keine Vorhänge leisten. Ja, aber hier mir in der Nähe, da ist ein Kino, wo ich immer hänge, da gibt es keine Vorhänge. Ja, weißt du warum? Die sie es nicht leisten können. Ja. Weißt du, nicht jeder wohnt in, wie heißt... Bei Hamburg. Ich wollte es gerade sagen. So, zack und I don't know, mein Gott. Oh, ich habe nur einen Vorhang auf einer Seite. Immer noch. Habe ich mal erwähnt, dass mein Mate useless ist? Also nutzen... Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott, mein Mate ist so useless. Mir. Okay, es geht. Es geht. Nein. Es geht. Es ist nicht schön. Doch, ich finde, uns ist gut geworden. Okay, was ist denn das? Ja, das ist das sieht Horror. Aus, wie jetzt irgendwas explodiert, aber mehr so aus deiner Nase raus. Und das ist einfach nur schwarz. Oh ne, ist die gleiche Idee. Oh, guck mal. Was zur Hölle? Die Idee ist gut, die Umsetzung ist nicht so tut mir gut. Leid, nein. Ich hab einen guten Idee. Eine Popcorn-Maschine, oh mein Gott, das ist legit, das ist epic. Das kriegt ein Gut von mir. Gut. Ohne Mist, das sieht super nice aus. Das kriegt ein Gut von mir. Hä? Okay, ja. Doch, das ist nicht schlecht. Guck mal, das ist so ein großes. Das ist ein Alien, da greift jemand rein. Popcorn, ich gebe ein Gut. Das sieht aus, als wäre reingepinkelt. Boah, der hat, glaube ich, auch ein Kino. Das hat auch ein Kino, wir sind gar nicht original. Junge, was hat der denn für einen Arm? Ja, aber unten sieht besser aus. Aber guck, der greift da so rein. Ist kleiner, sein einer Arm ist kleiner, damit er okay. Dann länger machen kann. Lol. Das sieht aus wie ein Zaubertrick. Und der hat da Heuballen drin. Ja. Das soll Popcorn nicht sein. Nee, das ist aber das Popcorn. Popcorn ist weiß. Nein, Popcorn ist auch so leicht aber gelb. Aber leicht nur. Das ist eine Sandmaschine, keine Popcorn-Maschine. Ja. Ja, ich vielleicht gibt es aber auch gute Sandkuchen, kann ja auch sein. Okay. Ey, ich finde ehrlich, unser ist echt gut hier. Ich finde unseres nicht so schlecht. Vielleicht hätten wir noch ein paar weiße Blöcke reinmachen sollen. Finde ich auch ganz nice. Einer sagt, what? OMG. Okay. Ja, der findet's gut, glaube ich. Und hätten nicht... was hat der? Guck dir doch, das ist ein Pommes. Der hat sogar, auch der hat sogar den ist okay. Gemacht. Was hat der hier? Der hat eine Explosion gemacht. Der hat auch, glaube ich, eine Popcornmaschine machen wollen. Ja, ich gebe ihm okay. Doch, ich gebe ihm okay. Ah, es kriegt. Ja. Ja. Pixel Art! Pixel Art! Pixel Art! Oh, er hat sogar eine 3D-Brille hier gemacht. Pixel Art ist böse. Was ist das denn? Oha! Soll das alles so einzelne Popcorn sein? Das ist aber McDonald's, steht da drauf. McDonald's macht kein Popcorn. Ja. Gebe ich einen Vielleicht Pup. Doch. Vielleicht doch. Ich war leider nicht mehr. Vielleicht machen die jetzt mittlerweile Popcorn. Ja. Aber ich. Sorry, aber das ist schlecht. Ja, das ist ja. Ja, ich wollte den Tor. Das sieht aus wie so ein Staubsauger ab. Nee, das Ding ist, mein Mate hat das einfach die Dinger einfach unnötig hochgezogen, hat einfach die ganze Zeit nur hin und her gemacht und das war richtig kacke. Oh, Sammy, Jamie und Yelma haben gewonnen. Ja, die Popcorn-Maschine, die ist richtig, richtig nice. Ohne Mist. Die haben es verdient.
Okay, ja. Gut, dann. Macht's gut für. Das war's für diese Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.